Hallo und willkommen. Der NRW bei 18 wieder hier. Wir sind zurück bei Star Trek Armada. Nachdem die gestrige Mission Der innere Feind ja so gut geklappt hat, habe ich mir gedacht, versuch's es heute gleich nochmal. Denn ich habe Zeit und das Wetter ist schön und ach, naja, das Leben könnte nicht schöner sein. Doch, könnte es. Indem wir die letzte Mission in der Klingonen-Kampagne, nee, stimmt gar nicht, die vorletzte Mission, absolvieren. Ein guter Tag zum Sterben. Auf geht's. Thorals Streitkräfte haben bereits mit ihrem Angriff auf unsere Verbündeten begonnen. Das Schicksal von Hormos ist in der Spiele. Ich will diese Schlacht gewinnen, wenn das Reich überleben soll. Geben Sie mir das Schwert und bringen Sie mich zu meiner Kommandozentrale, damit ich die Streitkräfte übernehmen kann. Kanzler, ich werde als Offizier der Föderation zurücktreten, um als Mitglied unseres Hauses an Ihrer Seite zu kämpfen. Nein, Worf, Sie müssen mir bei wichtigeren Dingen helfen. Nehmen Sie die Avenger und lassen Sie sie mit einer neuen Tarnvorrichtung ausstatten. Wenn Ihr Verdacht sich bestätigen sollte und Thoral sich mit den Romulanern verbündet hat, wird er sicher bei Ihnen Schutz suchen, wenn wir ihn von Kronos vertreiben. Sie müssen diesen Verdacht bestätigen, wenn er sich zurückzieht. Nun gut, Kanzler. Ich werde bereit sein. Ja, und somit haben wir dann halt auch die Lücke in der Geschichte hier gefüllt, dass die, eigentlich das Schiff von Worf, ein Schiff der Defiant-Klasse, eine Tarnvorrichtung hat. Weil die Defiant hat in der Serie Deep Space Nine auch von den Romulanern eine Tarnvorrichtung bekommen. Nun gut, zerstören Sie Thorals gesamte Basis, Martok muss überleben. Ein Tipp, benutzen Sie die Wurmlöcher, um schnell von einer Basis zur anderen zu gelangen. Ja. So. Jetzt heißt es erstmal Verteidigung, 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 Verteidigung. Und das nicht so knapp. Das. Schiffsbau hat begonnen. Das. Da oben. Stationsbau wurde begonnen. Da. Das haben wir, das haben wir. Die Schiffe bleiben erstmal hier, werden gleich jede Menge Schiffe rauskommen. Das heißt, da müssen wir gegen agieren. Hier ist Kronos, der klingonische Heimatplanet. Und dum-dum-dum-dum. Warte mal, das muss ich auch direkt machen. Das ist nämlich eine relativ weite Strecke. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Ja. Dahin. Da oben kommen sie schon. Die Schlacht hat begonnen. Oh Gott, wie niedlich. Stationsbau wurde begonnen. Na okay, das ist nicht der Rede wert. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Das ist gut. Dann bauen wir direkt hier mal was hin. Du baust da drüben weiter. Nun komm. Neue Station ist fertig. Dann, warte mal. Mach mal Bau den zuerst. Denn Stationsbau wurde begonnen. Ich brauche dringend hier Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. So, du baust da, das ist gut. Wir müssen nämlich jetzt nur noch 1500 Lithium. Stationsbau wurde begonnen. Und die müssen wir jetzt natürlich relativ sinnvoll einsetzen. Und dadurch, dass hier im Prinzip die ganzen Schiffe rauskommen werden, oder überwiegend, werden wir hier natürlich direkt den Eingang verminen. Du bist jetzt auch gleich fertig, jawohl. Stationsbau wurde begonnen. Wir können hier die Superwaffe der Klingonen bauen, nämlich hier unten eine Schockwellenwerf. Das heißt, es ist ein Schiff, das wir, wenn wir die Spezialfähigkeit aktivieren, naja gut, sich leider Gottes selbst zerstört, aber dadurch eine Schockwelle
schafft, die alles zerstört, auf die es trifft. Wirklich alles. 50 Klingonenkrieger werden dafür leider aber geopfert. Naja. So. Stationsbau wurde begonnen. Dahin. Eieiei, jetzt habe ich nur noch, wenn die jetzt weg ist, 250 wieder runter. Stationsbau wurde begonnen. So, der baut den nächsten Dilithium. Da, der ist ja fertig, das ist sehr gut. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Dann kommen direkt hier oben hin. Abbauen, abbauen, abbauen. So, du bist auch jetzt fertig. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Zack. So, das heißt, wir haben jetzt nichts mehr. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wenn der da oben jetzt baut, ja. Bau wurde begonnen. Das dachte ich mir. So, die kommen alle in meine Richtung. Das heißt, wir werden hier direkt noch eine hinbauen. Oder soll ich da? Ach komm, bauen wir hier eine hin. Ah, nur 150. Jetzt müssen wir warten. Das ist, weil die Entfernung so groß ist. Deswegen müssten wir jetzt hier eigentlich mehr die Lithiumfrachter einsetzen. Aber ich habe eben nicht so viele Ressourcen. Also ein Schiff, ich glaube 400 oder 5... Oh, da ist er schon. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Die Schlacht ist begonnen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Unsere Basis wird angegriffen. Schon haben wir relativ viel ausgenockt. Zack, 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 zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte, 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 warte. Ach komm jetzt schon, verdammt nochmal. Wieso geht das denn so langsam, Mann? Na also geht doch. Ach, und wieder ein Schiff gewonnen. Ja, ja, ja. Man muss hier mit ein paar Tricks arbeiten, aber das funktioniert eigentlich dann ganz gut. So, das, das, das. Stationsbau wurde begonnen. So, dann hier oben gleich nochmal ein bisschen absichern. Haben wir dann noch 100 Dilithium über. Moment, die hier mal schön nah an der Sternenbasis, weil die Bird of Prey sind sehr stark oder beziehungsweise sehr leicht zu zerstören. Und ich brauche hier jedes Schiff. Wie viel kostet so ein Frachter? 400. Eieiei. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Das weiß ich selber. Ich könnte die da unten jetzt auch abreißen und dann hier oben wieder neu bauen lassen, aber da mache ich zu großen Verlust. Und deswegen machen wir es so. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das hier lila, das ist auch ein Dilithium-Mond. Und da steht ja UNR. Das heißt, unerschöpfbar. Das heißt, dieser Dilithium-Mond baut sich niemals ab. Das heißt, wir können hier abbauen, 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 wie wir wollen. Ja, der wird halt nicht leerer, ne? Und wenn man mal schaut, wie nah die beieinander liegen. Ja, also unser Ziel ist es, da oben hinzukommen. Allerdings nicht mit dem ganzen Equipment, was wir jetzt hier haben. So, du kommst da mal bitte weg von dem Wurmloch. Das ist nämlich sehr gefährlich. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ah, sehr gut. Dann... Du direkt nach oben. Bums, aneinander gedotzt, ey. Das ist ja unglaublich. So. Dann du. Nein, nicht du. Dann. Da. Stationsbau wurde begonnen. Sehr schön. So, dann haben wir uns von hier unten relativ gut abgesichert. Da haben wir noch ein Schiff der Nekvar-Klasse. Nee, die Zugjahr-Klasse, Entschuldigung. Kommst hier mal runter. Ja, dann versuchen wir jetzt hier oben mit Hilfe unserer Disruptorkanonen nach oben zu gelangen, dass wir sozusagen uns den Weg dorthin gesichert haben. Ja, die sind hier vielleicht Fritte. Da lohnt es sich jetzt auch nicht, da irgendwie... es werden ja immer mehr hier.
Da seht ihr es. Es lohnt sich nicht, weil die sofort Fritte sind. Wenn die Station hier einmal schießt, dann sind die sofort zerstört. So, aber das sieht ja ganz gut aus. Dann bauen wir jetzt da oben gleich eine Minenstation. Wobei, da habe ich auch nicht wirklich für Ressourcen. Aber nun gut. Wir können dorthin nichts beamen. Das weiß ich, sollst du auch nicht. Trottel. Machen wir mal von da unten. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Na komm, sicher ist sicher. Können wir uns gleich noch eine bauen? Stationsbau wurde begonnen. Nämlich hier. Wir kommen nämlich immer näher, immer näher, immer näher. So, hier unten haben wir eigentlich... Moment, mal gucken. Mal gucken, ob es hier unten noch einen Dilithiummond gibt. Stationsbau wurde begonnen. Da gibt es erstmal einen grünen Nebel. Neue Station ist fertig. Wenn er da reinfliegt, enttarnt er sich. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Grün ist regenerativ. Ich nehme alles zurück. Hier oben müsste es dann gleich, denke ich, auch nichts mehr geben. Na, rot. Neue ist gefährlich. Station ist fertig. Ja, hier ist es nämlich, genau, hier ist roter Nebel. Da ist ein Trümmerfeld, da kommen wir nicht durch. Also von hier ist alles einigermaßen sicher. Sicher in dem Sinne, dass da keiner durchkommt. So, dann geht es hier oben weiter. Stationsbau wurde begonnen. So, also ich denke mal, da wird keiner durchkommen. So, dann können wir uns gleich tatsächlich mal dann Gedanken machen für den Schiffsbau. Ich werde aber mal ganz kurz speichern. Stationsbau wurde begonnen. Und da sind wir wieder zurück. Also so mit dem Speichern und mit der neuen Aufnahmemethode klappt es bisher. Neue Station ist fertig. Bisher ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, das bleibt auch so dabei, weil wir haben noch viele, viele Missionen über. Und das wäre dann echt fatal, wenn das dann hier permanent so zu Abstürzen führen würde. Oh, da oben ist er ja schon. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Scheiße. Moment, dann, komm mal. Oh, oh. Na super. Na toll. Nee, ich möchte jetzt kein Schiff von mir opfern. Na, da merken sie, dass sie keine Schnitte haben. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die abhauen. Das ist ja mal krass. Okay, dann direkt noch eine bauen hier. Dahin. Will ja so einen schönen Perimeter haben. Ah, jetzt greift er nochmal an. Oh, da ist er ja schon. Oh, wie geil. Er war wahrscheinlich... Warte, auch da unten. War wahrscheinlich auch auf dem Weg zum Dilithiummond. Ja, das sieht doch gut aus. Stationsbau wurde begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Die Schlacht hat begonnen. Können wir uns den unter den Nagel reißen? Ach, schon wieder so viel. Na, aber der sieht gut aus. Nicht abhauen. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Sehr schön. So, das heißt, das klappt ganz gut. Das heißt, wir gehen direkt mal nach hier oben. Und bauen Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Wo ist denn... Ach, guck mal, da, da ist er. Und du dahin. Und jetzt hoffe ich mal, dass der mich hier nicht angreift, weil das wäre dann wirklich ein bisschen blöd. So, komm du hier erstmal hoch. Du bist da unten, sehr schön. Die Spezialfähigkeit habe ich logischerweise noch nicht, weil ich das Waffencenter noch nicht gebaut habe. Aber es sieht ganz gut aus. Er greift nicht an. Das ist gut. Gut für mich.
Ja. Jetzt müssen wir eben warten, bis die hier fertig gebaut sind, weil dann hoffe ich in der Zwischenzeit hier noch mehr abbauen zu können. Neue Station ist fertig. Sehr schön nämlich. Und dann... Neue Station ist fertig. 1000. Ach nee. Da weigere ich mich ein bisschen. Dahin. Die Schlacht hat begonnen. Ach, gucke an. Na komm, wenn du so drauf bist, dann kriegst du doch, was du verdienst. Ah, guckt euch das an hier. Lalalalalala. Oh, krieg ich das Schiff noch? Och, nicht doch. Nicht abhauen. Das ist... gemein. Ich kann hier nicht beamen. Wo willst du hin? So ein Schiff. Moment, ich komm. Ich komm nicht holen. Dich kriege ich, mein Freund. Na, sag ich doch. Das ist gut, dass die fertig ist. Dann, weil es ja so schön ist. Die Schlacht hat begonnen. Ja, wo denn? Ach da. Da hier noch eins hin. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Kacke. 450, so ein Mist. Okay, da müssen wir jetzt mal eben warten. Ja, das ist nämlich so geil, das ist so ein Korridor. Links und rechts geht's nicht, weil, ihr seht es ja hier, roter Nebel und Trümmerfeld. Das heißt, er muss immer hier durchkommen oder unten über das Wurmloch kommen. Und da habe ich ihn schon, da habe ich ihn schon. Aber die Schiffe kommen jetzt gar nicht so weit rein, kann das sein? Oh, das reimt sich. Eieiei. Ja, das nützt aber nichts. Neckwarschiff. Okay, das will ich haben. Oh, 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 oh. Nee, das ist... Wo ist denn das Schiff der Neckwarklasse? Das haut wieder ab, die Sau. Das ist ein Drecksack. Na, warte, mein Freund. So nicht. So schon mal gar nicht. Stationsbau wurde begonnen. Mal, was ist denn hier unten los, Mann? Stationsbau wurde begonnen. So. Verstärkungen sind unterwegs. Na, geht doch. So bauen wir auch langsam unsere Flotte auf. Arba. Ja. Jetzt erstmal. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Weiß ich doch. Ja. Der ist auch hinüber. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wartet mal. Ach, Mist. Neue Station ist fertig. Mache ich jetzt hier einen auf Ferengi? Ah, wie herrlich. Guck mal, runter hier. Da wird repariert. Oh Gott. Das ist dieser Todesgesang. Oh, scheiße. Das könnte jetzt... Da, dieses Schiff, das ist das. Was hier das Problem ist. Aber keine Schnitte gegen meine Verteidigung. Zack und kaputt. Ja, dann... Sehr schön. Achso, Moment, meine ganzen Frachter.
Wo könnte ich denn jetzt noch eine hinbauen? Hier könnte ich noch eine hinbauen. Ich glaube, dann war es das aber auch. Dann müsste ich hier wirklich mal in den Schiffsbau gehen. Was denn jetzt schon wieder? Unsere Basis wird angegriffen. Ich versuch's immer wieder. Hallo, du sollst den da angreifen, der dich angreift. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Die Schlacht hat begonnen. Leute, was geht hier ab? Das ist das ja. Wenn man einmal hier anfängt, dann scheucht man die auf wie Bienen. Ach, Herr Jemine. Wie geil. Bam, bam, bam. Alles kaputt hier. Der ist auch hinüber. Mist. Ach, ich hätte ihn aber jetzt gerne. Na, schade. Schön, schön, schön. Dann parken wir den mal hier. Für den Fall, dass hier... Moment, hier jetzt gleich was kaputt geht. Wo wäre... Ach so, da oben wahrscheinlich. Dann du... Auch hier hin. Ja, tatsächlich. Greif doch mal die an, die dich angreifen, Mensch. Na, geht doch. Oh, und jetzt das hier direkt angreifen. Komm, komm, komm. Na, genau außer Reichweite bleibt der. Sau. Na, komm jetzt aber. Ne, immer noch nicht. Wo willst du denn hin? Du sollst hier abbauen, mein Freund. Bist du bescheuert? Ah ja, den muss ich hier wirklich gleich schon neu bauen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ah, der da ist kein Problem. Der jetzt auch nicht. Und tschüss. Nee, doch nicht. Schade. Na, der aber. So, da ist alles tutti. Ach, guck mal hier. Meine Güte. Dahin. So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz speichern. So, da sind wir wieder. Unsere Basis wird angegriffen. Wo denn? Da. Eieiei. Der kommt gar nicht zum Abbauen. Oh, wie ist das herrlich. So, aber die können jetzt hier in Ruhe abbauen. Ich muss aber jetzt hier gleich mal agieren, nämlich hier oben mal eine hinbauen. Weil ansonsten wird das, glaube ich, ein wenig zu viel. Na, hätte ich auch mit dem bauen können, egal. Ja, dann gucken wir mal, was 1300. So viel habe ich nicht. Das ist schlecht. Stationsbau wurde begonnen. Mhm, da haben wir jetzt keine. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, wo denn? Da, schon wieder immer auf das Torpedo gestürzt. Na, warte. Ach ja.